Ein spontanes Video. Ich wurde jetzt relativ gut inspiriert von einem Video von Tears of Heaven. Und ja, es hat mich wirklich auch angesprochen in meinem Inneren sozusagen, weil ich mich damit sehr identifizieren konnte oder relativ identifizieren konnte, also jetzt nicht zu 100%, sage ich mal so, aber im Grunde halt. Und möchte mal kurz was dazu erzählen. Und zwar ging es auch darum, also das, was ich am meisten jetzt rausgezogen hatte, ist, dass Tiers sich früher in einer Situation gesehen hat, die einem selber ziemlich aussichtslos erschien und auch extrem erschien. Also ich denke mal, wenn ich jetzt über meine Vergangenheit ein bisschen rede, also nicht konkret, sondern allgemein so die Gefühlslagen und sowas, werde ich da auch gleichzeitig von Tears sprechen können. Also es wird wahrscheinlich relativ ähnlich gewesen sein und deswegen erzähle ich zum Beispiel mal, dass man sich, also ich kann jetzt sagen, dass ich jetzt aus einer Situation raus bin, die früher halt, wie gesagt, ziemlich aussichtslos erschien, auch ziemlich extrem für einen selber war. Also man hat seinen eigenen Verstand in die extremsten Richtungen getrieben. Ich weiß gar nicht, warum das war. Auf jeden Fall, erstens ist es so, man hat nicht wirklich gelebt. Also bei mir war es so, ich habe immer versucht, unterbewusst versucht, vor irgendwas zu flüchten. Und das irgendwas, wenn ich das beschreiben müsste, wäre ein ziemlich großer schwarzer Kloß in Größe von mehreren Universen. Also einfach ein riesiger schwarzer Kloß mit einer Anziehungskraft wie von einem schwarzen Loch. Und da habe ich immer versucht, vor wegzurennen. Natürlich macht das auch Angst und sowas. Und es war ein lebenslanger Kampf einfach nur, das war gar kein Leben. Man wusste nicht, wer man selber ist. Man hat immer versucht, sich mit Süchten abzulenken von diesem schwarzen Kloß, von dem man wusste, dass man da irgendwann reingesogen wird. Man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, was das ist. Auch nicht unterbewusst. Und ja, ich habe zum Beispiel, bei mir halt die Süchte, zum Beispiel Sport, aber auch halt seinen Verstand in die extremsten Richtungen zu drängen, um sich selber damit sozusagen totzuschlagen und sich müde zu machen damit und mürbe, vor allen Dingen sich auch mürbe zu machen. Und dieser schwarze Kloß oder das schwarze Loch, das war eigentlich das Leben an sich, wovor man Angst hatte und vor der Wahrheit, die das halt mit sich bringt, vor der Wahrheit auch zu sich selbst und die wäre einfach viel zu groß gewesen. Man hatte Angst, dass diese Wahrheit ja einen zerschmettern würde in einem zu einem Zeitpunkt, wo man sich selber noch nicht stark genug gefühlt hat. Und da kann ich auf jeden Fall verstehen. Also bei mir ist das zum Beispiel so gewesen, dass als man das halt wirklich erkannt hat, in dieses Loch reingegangen ist und ja die Wahrheiten auch anerkennen konnte, was man halt auch immer gefühlt hat, dass die sich geweitet haben, dass man da richtig krass nicht nur erleichtert ist, sondern auch, ja, wie kann man es gut beschreiben? Ja, also man hätte es nie für möglich gehalten und nie gedacht, dass es irgendwann dazu kommen könnte. Man dachte einfach, man bleibt sein Leben lang ein Lebensloser, also jemand, der eine Hülle hat, aber nicht wirklich ein richtiges Bewusstsein hat für sich selber und für das Leben, was das Leben ausmacht und was die Wahrheit für einen selber ausmacht und welche Wahrheit dahinter steckt hinter diesem Leben. Und dass man halt wirklich anfängt, man selbst zu sein irgendwann. Man hätte es wirklich, also ich habe es wirklich für unmöglich gehalten. Ich habe höchstens gesagt, dass es alles nur noch schlimmer wird und die eigene Existenz
einfach nur immer weiter tiefer ins Leid gezogen wird, sage ich mal so. Ein bisschen, ja, ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Wenn ich denke mal, dass Tears durch, ich verlinke das Video mal, durch ihre Abonnentenzahl, es sind jetzt 600 ungefähr, daran halt erinnert wurde, dass daran erinnert wurde, dass man selber aus dem Gröbsten raus ist und endlich durch diese Schleuse, sage ich mal, durch ist und jetzt im Leben sozusagen drin ist und in sich selber sozusagen wirklich drin ist und weiß, wer man ist, weiß, was man halt vorhat und sich selber halt vertraut und so weiter. Und ja, indem man halt merkt, dass andere Leute auch geholfen wird durch einen selber, was man halt sagt, was man erzählt und die Tipps, die man gibt. Und das kann einen selber ja auch in der Identifikation ausmachen. Und da kann ich auch verstehen, dass das einen sozusagen daran erinnert, dass man aus dem Ganzen raus ist. Bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 Abonnenten hätte oder sowas, dann wäre mir das eigentlich auch ziemlich egal, sage ich mal so. Weil mittlerweile weiß ich halt einfach, wer ich bin und habe da auch ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein und für mich geht's halt und letztendlich so ist nur darum, meine Erfahrungen und ja, das, was ich für wahr halte, weiterzugeben und Inspiration weiterzugeben, und das ist eigentlich unerlässlich, wie viele Leute da jetzt irgendwie zuhören oder nicht. Und weil es geht halt nicht um mich selber, deswegen ist mir das eigentlich ziemlich egal. Bei meinen Videos geht es nicht um mich selber. Es geht nur dann um mich selber, wenn das halt dazu beitragen kann, halt andere zu inspirieren oder Sachen aufzuzeigen oder eine Wahrheit sozusagen weiterzugeben und halt auch natürlich um Erfahrung weiterzugeben. Aber aus einem anderen Grund geht es eigentlich nicht sehr um mich, auch wenn ich irgendwie Trainingsvideos zeige oder sowas, wo ich so und so viel Gewicht hebe oder so viel laufen kann. Das ist eigentlich total unerheblich, damit will ich nicht irgendwie ein Ego aufpolieren oder sowas. Das finde ich total Schwachsinn, das wird mir selber auch gar nichts bringen. Das wird mich in meiner Entwicklung sogar nur zurückhalten. Damit will ich einfach nur aufzeigen, was alles möglich sein kann. Aber das, ja, das wird, noch ist das leider noch nicht richtig losgegangen, sage ich mal so. Also ich bin jetzt immer noch in einem Prozess, wo ich mich stark reinige. Aber ich habe halt schon diese Wahrheit für mich erkannt. Auch durch den Leistungssport halt, wie viel krass möglich ist. Also ich habe mich innerhalb von wenigen Wochen so krass verbessert in dem Sport, das würden die meisten eigentlich für unmöglich abtun. Also wenn ich mich innerhalb von Wochen von zum Beispiel 45,5 Minuten auf 10 Kilometer auf ungefähr 38 Minuten steigere und im Halbmarathon. Ich bin natürlich halt nicht die 21 Kilometer gelaufen, sondern nur 19 Kilometer, aber wenn ich das mal auf 21 Kilometer hochrechnen dürfte, hätte ich mich da auch von 1 Stunde 45 auf 1,5 Stunden gesteigert. Und dafür habe ich dann sogar nur 2, 3 Wochen oder sowas gebraucht. Die ältere Halbmarathonzeit war natürlich noch ein bisschen älter, aber in der Zeit habe ich kein bisschen irgendwie trainiert, um besser zu werden. Also ich habe nur einmal oder vielleicht zweimal die Woche ein bisschen trainiert, um mich überhaupt irgendwie über Wasser zu halten. Also da wäre keine Verbesserung möglich gewesen. Und dann aber spontan so krasse Verbesserungen. Und ich habe auch wirklich jetzt halt die letzten Wochen jeden Tag intensiv trainiert. Das wäre eigentlich normalerweise auch unmöglich. Aber ich habe und auch die übernatürlichen Phänomene, die ich im Wald zum Beispiel am Laufen wahrgenommen habe, sind halt alles krasse Hinweise für das, was man halt schon immer gefühlt hat. Und zwar, dass die Wahrheit ist, dass es keine Grenzen gibt, dass die Grenzen nur im Kopf sind, nirgendwo anders. Dass jeder von uns unendlich stark ist, unendlich mächtig ist, und wir das nur erkennen müssen und anwenden. Dass es
ja, keine Grenzen gibt es. Ja, wir sind durch die Gesellschaft programmiert in einer Art Matrix, in der wir halt glauben, dass wir irgendwie schwach seien und dass es harte Grenzen gibt und sowas. Und das war schon immer mein Lebensziel, unterbewusst, unbewusst, da auszubrechen und mir selber zu beweisen, dass das nicht stimmt und dass wir unendlich stark sind, dass wir göttlicher Natur sind und Grenzen nur in unserem Kopf existieren, zeitweise halt schon existieren, aber je weiter wir uns entwickeln, sich immer weiter krasser verschieben. Und wenn wir in der geistigen Welt sozusagen unterwegs sind, überhaupt nicht existieren, weil wir nämlich die eigenen Erschaffer unserer Realität sind. Und wenn wir die Grenzen nicht erschaffen, sind die auch nicht da. Jetzt nicht zu 100%, also sie existieren halt, weil die wirklich richtig stark verankert sind. Also es braucht auf jeden Fall viel Zeit auch, um die immer weiter und weiter zu verschieben, sage ich mal so. Es gibt halt schon diese materielle Ebene, sage ich mal so, die halt ziemlich träge ist. Aber in letzter Konsequenz existiert sie halt nicht. Ja, und ich habe diese Erkenntnis halt in der Praxis öfters erfahren einfach. Aber man kann diese Erfahrung, es bringt gar nichts, sie zu beschreiben. Man kann die so nur selber erfahren. Es bringt nichts, wenn ich darüber rede oder was weiß ich. Dadurch wird keiner die Erkenntnis für sich selber erlangen, leider. Auf jeden Fall war das schon so krass wie eine, sag ich mal, eine mittlere Erleuchtung in meinem Leben. Und da muss ich dann, als ich das erkannt hatte, durch das Training, dass ich halt diese 19 Kilometer gelaufen war, muss ich schon sagen, die auf eine Halbmarathonzeit von 1 Stunde 30 hinaus gelaufen wäre, die halt noch nicht mal ein Wettkampf war, das war einfach nur das war ein Tempolauf, wenn überhaupt. Das hat sich sogar noch weniger als ein Tempolauf angefühlt. Einen Tag davor bin ich schon eine richtig krasse Zeit gelaufen. Und nach diesem Halbmarathon habe ich nochmal weiter trainiert mit körpereigenen Üben, mit Liegestütze, Klimmzüge und so weiter. Obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre fertig, aber ich war nur mental davon platt. Nicht körperlich, habe dann immer noch weiter trainiert, richtig hart. Am nächsten Tag habe ich immer noch weiter trainiert und das habe ich wochenlang weitergemacht, dann aber nicht mehr immer so intensiv und hart, einfach weil das mental auch viel, viel zu schnell, eine viel zu schnelle Fortschreitung und Weiterentwicklung gewesen wäre. Auf jeden Fall hat mir das da wirklich gezeigt, dass, ja, also ich hatte halt auch wirklich immer das Ziel, maximal zu trainieren, jeden Tag zu trainieren, jeden Tag hart zu trainieren, wie das zum Beispiel bei Dragon Ball der Fall war mit Son Goku und so weiter. Und da habe ich dann auch richtig angefangen zu heulen, dass ich endlich erkannt habe und einen Weg gefunden habe, das wirklich dauerhaft auch durchzusetzen, dass es auch wirklich möglich ist, dass die eigene Willenskraft und der eigene Kopf siegt über diese Realität, sage ich mal so, über diese Matrix, die uns über uns aufgespannt ist, dass das und das nur möglich sei, man muss das und das machen und das geht gar nicht und das ist unmöglich, was die ganzen Leute sagen, die es halt selber nicht mehr glauben und auch selber frustriert und verzweifelt sind, dass sie nicht mehr auf der Suche nach dieser Wahrheit sind und das aufgegeben haben und sich auch selber ein Stück damit aufgegeben haben und jetzt auch anderen einreden wollen, dass es nicht möglich sei, um sich selber besser zu fühlen mit ihrer eigenen Entscheidung, um sich selber einzureden, ja, ist ja nicht möglich, also brauche ich ja auch nicht die Wahrheit weitersuchen, also muss ich mir gar keine Vorwürfe machen, dass ich irgendwie in Anführungszeichen schwach geworden bin und das alles zu hart für mich war, da irgendwie auszubrechen. Da brauche ich mir gar keine Vorwürfe machen, weil es ist ja wirklich so, wie ich das jetzt denke. Es ist ja wirklich nicht möglich, da auszubrechen. Es gibt ja halt wirklich Grenzen und so weiter. Und damit wollen sie, indem sie das andere einreden, wollen sie sich halt selber dadurch bestätigen. Und ja, das hat mich auch jahrelang zurückgehalten und habe das dann angefangen zu glauben.
Um da endlich auszubrechen, ist wirklich ein extrem befreiendes Gefühl und das ist auch die einzige Möglichkeit gewesen und auch die einzige Möglichkeit, dass ich selber zu mir selber gefunden habe, zu meiner Wahrheit halt gefunden habe und ja angefangen habe, wirklich zufriedener zu werden. Und ja, dass irgendwann einfach die Suche aufgehört hat und dieses Leid damit auch aufgehört hat. Das ist wirklich richtig krass. Aber sowas wie Emotionen zeigen und sowas, das muss ich erst wieder lernen. Also das auf meiner ganzen Reise, auf meinem ganzen Weg durch die Scheiße, wo ich alles so auch rationalisiert habe und sowas, habe ich die Fähigkeit eigentlich verloren, so Emotionen zu zeigen und sowas, weil das mir irgendwie zu anstrengend. Aus dem Grund vielleicht so anstrengend, weil ich das halt wieder lernen müsste. Ja, irgendwie haben mich Emotionen halt in meinem ganzen Leben behindert, weil ich halt auch stark sensibel bin und emotionsbetont bin eigentlich, oder halt gefühlsbetont, nicht emotionsbetont. Und ja, man war dadurch halt instabil und die haben mich auf meinen Weg einfach stark behindert und abgelenkt einfach. Und deswegen habe ich die halt irgendwann ausgeschaltet, um einen klaren Blick, ja, zu haben. Aber mittlerweile habe ich halt erkannt, dass der Grund von allem nicht auf Verstandesebene basiert, sondern ja, das wäre es zu weit gegriffen, da könnte man stundenlange Videos drüber machen, aber da erzähle ich jetzt mal nicht. Jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist wirklich, auch wenn ich jetzt nicht emotionsgeladen oder sowas rede, das kann ich leider nicht mehr so gut. Auf jeden Fall leben wir in einer Matrix. Fast alle leben da drin und sind da drin gefangen, in einem Käfig. Die meisten ignorieren es, wollen es nicht wahrhaben, versuchen irgendwie weiter zu existieren, fangen aber nie an, wirklich zu leben. Und das ist echt krass und wirklich echt traurig. Und ich kann mich selber dabei verstehen, warum ich dann auch angefangen habe zu heulen, als ich wirklich die Erkenntnisse erlangt habe und dadurch aus dieser Matrix ausgebrochen bin. Weil da fängt man erst wirklich an, sich selber vollkommen bewusst zu sein, vollkommenes Selbstbewusstsein zu haben, halt auch die Wahrheit für sich selber erkannt zu haben und ja, anfangen wirklich zu existieren, sage ich mal so, und nicht wie ein Zombie rumzulaufen und einfach alles zu glauben, was irgendwie Massenmedien sagen oder was die allgemeine Meinung ist und einfach nur Sachen hinzunehmen, ohne zu hinterfragen und auch nicht mal sein eigenes Weltbild zu hinterfragen, also richtig krass hinterfragen, so wie man glaubt wirklich, die Erde sei eine Scheibe im übertragenen Sinne. Weil man auch das einfach nicht zu sehen bekommt, wie es in Wirklichkeit aussieht. Das ist wirklich ein harter, langer Weg. Da es jetzt ein spontanes Video ist, habe ich das leider halt nicht ausgearbeitet. Aber wenn euch das interessiert, dann werde ich dann halt nochmal ein Video zu machen, was ich genauer dazu denke, wo ich dann herausarbeiten kann, ja, was die Zusammenhänge sind, wie man auch vielleicht da rauskommen kann. Aber das ist schon sehr krass, finde ich. Die allermeisten Menschen leben wirklich da drin und ja, es hat halt viel mit diesem Erwachen zu tun. Ich habe mich die letzten Monate in einem Halberwachen wiedergefunden. Ich wusste eigentlich für mich schon, dass es was wahr war, was richtig war. Aber ich habe es halt mich noch nicht ganz getraut, mich da reinzustürzen. Und mittlerweile habe ich mich halt getraut und ich hatte auch immer halt Angst, daran zu zerbrechen. Und ich habe mich aber mittlerweile wirklich mal endlich so stark genug gefühlt, mich da reinzutrauen. Und ich bin auch ein Stückweise daran zerbrochen. Aber es ist nichts Schlimmes. Es ist
ist einfach nur eine Identität, die Stück weit wegbricht, aber das ist eine alte Identität, die einen immer belastet hat und negative Gedanken verursacht hat. Und dieser große Zweifler und Kritiker, das ist halt von einem weggebrochen. Man hat sich schon sehr stark mit ihr identifiziert und wollte da nicht loslassen. Man dachte, man wäre das selber, aber genau das ist nicht. Man dachte wirklich, irgendwann man wäre diese Person, die einen immer ständig selbst kritisiert und schlecht macht und was weiß ich. Und man wollte halt sozusagen nicht sterben. Und das ist halt wirklich weggestorben, das ist weggebrochen, auch wenn immer noch Selbstkritik vorhanden ist. Aber in einem ja in einem neutralen Maße, sage ich mal so, und nichts negativ Bewertendes. Und das ist von einem weggebrochen, da ist man wirklich gestorben in einem Sinne und hat eine neue Identität sich gebastelt. Und da kann man wirklich auch dann stolz auf sich sein, wenn man sowas geschafft hat und sich da halt rangetraut hat. Aber wir haben jetzt eh schon ziemlich spät, ich muss weg. Ich habe heute nicht viel geschlafen. Also, Schlusswort ist, manchmal muss man sterben, um sich weiterzuentwickeln. Ich bin mir jetzt endlich bewusst, dass ich halt wirklich lebe und nicht nur einfach irgendwo in irgendeinem schwarzen Dasein rumgurke und rumschwebe im Nichts und nicht weiß, wohin und wo ich bin und so weiter, sondern ich habe jetzt wirklich ein klares Verständnis davon, wie die Dinge laufen. Für mich, also es ist halt wirklich, dass wir selber unsere eigene individuelle Realität erschaffen. Und die ich mir erschafft habe, die ist richtig großartig für mich. Und ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen wollte. Ja, ich kann das gar nicht richtig rüberbringen, weil ich glaube, dass man das erst wirklich verstehen kann, wenn man halt wirklich selber da ist. Das ist das große Problem. Und selbst wenn man jetzt denkt, man würde das verstehen, man muss das, glaube ich, richtig fühlen und das muss einen richtig durchströmen. Das so eine Wahrheit, die einen richtig durchströmt und ausmacht auch. Und das ist auf jeden Fall eine mindestens mittlere Erleuchtung, sage ich mal so, oder Erkenntnis, weil das wirklich was richtig Grundlegendes ist. Jetzt beginnt erst sozusagen alles, auch wenn es halt langsam kommt und noch ein weiter Weg ist, sage ich mal so. Auch bis zu anderen Erkenntnisstufen. Man hat wirklich das Gefühl, dass man jetzt endlich ja irgendwo angekommen ist und irgendwo anfangen kann.